das war die Chance von Matthias Hieberer. Hat ihn alle gut gesehen. Spielen doch nicht schlecht, aber wir müssen die Chance mehr verwerten. Bisschen Aufregung. Hinten hat wie ein Gartentier laufen stehen. Ja. Schuss los, Achtung! Ich bin Cole Jarrett, die Nummer 2 der Graz 99ers. Meine Vorsätze für das neue Jahr sind, mehr Hockeyspiele zu gewinnen, gesund zu bleiben und ein besserer Spieler zu werden. Ich möchte aufhören, mich über die Schiedsrichter aufzuregen und mit ihnen zu diskutieren. Dadurch würde ich weniger Zeit auf der Strafbank verbringen. Ich wünsche euch und euren Familien Gesundheit und Freude im neuen Jahr. Mein Name ist Brett Lysak. 2012 müssen wir als Team beginnen, mehr Spiele zu gewinnen. Wir sind momentan im Keller der Liga. Wir wissen, dass wir da eigentlich nicht hingehören. Es wird also höchste Zeit, dass wir es zurück in die Playoffs schaffen. Ich wünsche euch für 2012 nur das Beste. Hallo liebe 99ers-Fans, ich bin's, der Matthias Hieberer. Vorsatz für 2012 ist, dass wir kompakter spielen, mehr Druck am Gegner ausüben, dass einen guten Fortschritt spielen, Druck machen auf den Gegner und sie zu Fehlern zwingen und das Quäntchen Glück noch auf unserer Seite haben, dass wir die Spiele, die wir mit ein, zwei Toren Unterschied verloren haben, gewinnen. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und dass alles schön gesund bleibt. Hi, ich bin Dustin von Ballegold. 2012 haben wir große Spiele vor uns und spielen gegen die Teams, die vor uns liegen und die wir jagen werden. Wir wollen diese Teams schlagen und noch einen Playoff-Platz erreichen. Auf und abseits des Eises müssen wir die richtigen Entscheidungen treffen und hart arbeiten. Und genau das möchte ich tun. Hallo, mein Name ist Mario Richer von den Graz 99ers. Mein Vorsatz für das neue Jahr mit den 99ers ist, dass wir weiter an uns glauben. Wir haben unseren Stil wiedergefunden und spielen aggressives und gutes Forechecking. Wir können unser Spiel nun variieren und das wird uns in einigen Situationen während der restlichen Spiele weiterhelfen. Wir wollen es in die Playoffs schaffen und dann so gut wie möglich spielen. Denn in den Playoffs kann vieles passieren und vieles ist möglich. Wir hoffen, dass wir einen richtig guten Lauf starten können. Ich möchte allen Hockeyfans auf der ganzen Welt ein frohes neues Jahr wünschen.